Das hier ist jetzt Club Royal, ne? Fahrt rein, das ist die Königsdisziplin des Karpfenangelns. Okay. Weil dieser Fisch, der hier ist, der kann nach Karlsruhe schwimmen, der kann aber auch nach Köln schwimmen. Keine Grenzen. Wir reiten bis zum Horizont. Ja, ja, wir reiten. Moin Leute, wir sind wieder unterwegs. Diesmal in den Südwesten Deutschlands zu einem sehr spannenden Trip, auf den ich mich auch schon sehr lange freue, mit einem Menschen zusammen, der Fishtown eigentlich schon von Beginn an unterstützt. Ich würde fast sagen, das war damals so einer der ersten richtig krassen Flashes, dass dieser Mensch für uns quasi Werbung gemacht hat und unsere Sache vorgestellt hat. Ich freue mich auf den Menschen, ich freue mich super auf die Angelbedingungen und vor allen Dingen freue ich mich, endlich mal wieder meine Bissanzeige zu hören. Leute, wir sind angekommen. Es war wieder ein schöner Höllenritt, aber umso schöner und erlösender ist es dann hier anzukommen. Machen wir es nicht lange spannend. Volker ist der Kollege, mit dem wir unterwegs sind. Der ist gerade noch unterwegs, kommt auch in 20 Minuten, hat noch ein bisschen was anderes vorbereitet. Aber das erzählen wir euch dann nochmal gemeinsam oder er. Aber ich bin gerade schon mal super happy hier anzukommen, weil sieht das nicht einfach mal geil aus? Drei Tage bevor wir hier angekommen sind, schickt mir auch noch Volker dieses Video von genau der Stelle hier und hat natürlich gleich mal richtig knallen lassen. Hier am unteren Neckar und diese Abschnitte sind bekannt für ihre guten Schuppenkarpfenbestände. Also die Fische reproduzieren sich hier auch selbst. Ach wirklich, ja? Ja. Dementsprechend wird man aber hier vergeblich, oder ich sag mal, am Fluss weiß man nie, aber wahrscheinlich vergeblich nach einem Rekordfisch angeln. Aber der Bestand ist gut. Ne? Aber dennoch, ein Fluss ist wild, ein Fluss ist launisch. Ein bisschen Glück gehört immer dazu. Ja, total. Also es wird sozusagen eine Challenge. Wir fangen ein bisschen gemütlich an, steigern das Stück für Stück und ich muss irgendwie es auf die Reihe kriegen, dir an jedem Spot eine Steinangelmethode. Genau, das wäre das Ideale. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Wo ich so ein bisschen die Herausforderungen sehe, ohne da zu viel vorwegzunehmen, weil ich kenne deine Produkte ja auch schon ein bisschen länger. Für mich wird halt die Herausforderung sein, wie ist es, wenn man wirklich einen größeren Stein braucht und wenn man aber dennoch über den Angeltag zwei, dreimal die Montage kontrollieren will, weil eben viele Schiffe drüber fahren. Ja. Das wird so für mich ganz spannend zu sehen, weil das wiederum natürlich auch einen gewissen Horizont eröffnet, für mich auch für die Zukunft, wo ich mir denke, Mensch, mit der Methode kannst du wirklich auch Stellen beangeln, um die ich vorher... Ich will nicht sagen, einen Bogen gemacht habe, aber wo ich mir vorher dachte, einmal im Jahr reicht mir das. Ja, dann ausladen und dann ran an die Fische. Genau.
hier die Stelle im Speziellen, das ist schon so, mit der habe ich schon auch so eine natürliche Verbindung auf jeden Fall. Es ist eine Ehre, dass wir hier sein dürfen. Genau, hier habe ich mit meiner Oma schon einen Karpfen fotografiert. Jetzt hier Mission Nummer 1. Ich werde jetzt hier dem Volker den Loop andrehen mit dem PVA, wie wir das immer wickeln. Und ich werde ihm den Snap andrehen und er hat mir jetzt hier gezeigt, er angelt standardmäßig hier mit einer Safety-Clip-Montage mit 140 Gramm. Ich habe jetzt einen Stein der Größe, ich würde den schätzen auf vielleicht 180. Das wäre jetzt hier so mein Startding und wir wickeln den jetzt hier so ein bisschen mit PVA. Und genau, das gebe ich ihm jetzt erstmal in die Hand, lass ihn das mal auswerfen und wir kümmern uns dann nachher nochmal darum, dass ich ihm zeige, wie wir das basteln. Würde das jetzt auch gehen ohne PVA? Kommt eben auf die Distanz an. Ein vorsichtiger Wurf, ja. Das wäre jetzt so okay. Zum Beispiel für morgen die Stelle, für 30 Meter. Da geht das problemlos. Da würde ich den ein bisschen anders einspannen. Okay, super. Wenn du jetzt aber 60 werfen willst, dann musst du es schon fixieren. Damit kannst du wirklich durchziehen. Okay, super. Dann hänge ich die jetzt hier rein, hänge mir noch ein neues Vorfach dran, check kurz meine Schlagschnur und dann werfe ich die aus. Mega. Version, das finde ich auch noch ganz spannend, ich weiß nicht, ob du was machst, aber das zum Beispiel angeln wir auch als Joggle relativ oft, also als Ende einfach oder Helikoptermontage. Das funktioniert dann auch komplett verwicklungsfrei. Kann ich mir vorstellen. Da sparst du dann halt wirklich Blei, ne? Ja, voll. Also. Aber im Joggle ist es ja schon sinnvoll, das Blei zu verlieren. Definitiv. So, weißt du. Ich brauche ein bisschen. Kleiner sogar nehmen können, den Stein. Mhm. Aber es ist ja egal, wenn da drin liegt, ist drin. Ja, da müssen wir uns reinfuchsen, genau. Also das macht gut. Solange du mir nachts immer hier einen neuen Stein zusammenbindest. Wir wickeln nachher schön zusammen ein paar vor. Check dich dann, sag. Krass, heute beißen die Barben. Du hast ganz viele Steine. Weißt du, was ich an den Steinen jetzt schon geil finde? Dass die langsamer absinken durch das größere Volumen wahrscheinlich. Mhm. Und du hast dadurch echt nicht das Problem, auch bei niedrigen Wassertiefen, dass du nicht merkst, wie der aufkommt. Weil beim Blei hast du ja manchmal das Problem, wenn das nur 2 Meter tief ist, dass du gar nicht so schnell fühlen kannst, bis das schon unten ist. Hier Leute, ihr habt sie noch gesehen, ne? Vom Kanalvideo. Da gab es dieses Problem, dass der hier immer abgekippt ist. Da habe ich jetzt einen anderen Standfuß quasi konstruiert und so sollte es jetzt hoffentlich funktionieren. Und hier ist der Trick dann eben, es ist werfbar und wenn der Fisch sich aber hakt, dann wird dieser Nippel rausgezogen und du verlierst es. Aber wenn der Fisch sich nicht hakt und du ziehst hier quasi, was beim Wurf passiert, dann geht es auf jeden Fall nicht auf. Also nur, wenn der Fisch sich hakt. Ja, okay, das will ich auf der zweiten angeln. Und ich werfe jetzt einfach mal 1-2 Mal aus und gucke, ob es soweit funktioniert. Ab geht's. So, angekommen. Ist das schon mal? Ja, okay. Ja, das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Ein bisschen verrutscht ist es immer noch. Gut, Test Nummer 2. Okay, aber ich bin schon mal zufriedener als beim letzten Mal. Geil, Leute. Also Leute, da ich mir vorgenommen habe, dieses Mal ja wieder mal einen Fisch zu fangen, werde ich jetzt hier alle Ratschläge von Volker stringent befolgen. Missfolgen. Und er hat mir jetzt befohlen, ich soll hier so einen Schneemann ranmachen.
weil er nie hier so angelt und mich in den Ruin treiben will, sozusagen. Warte mal, wir haben ja hier vier Routen, aber sollen wir die jetzt alle mit dem gleichen Köder nebeneinander werfen? Und ich bin sowieso das Versuchskaninchen, also von daher probieren wir es einfach mal. Genau. Ich finde das vollkommen korrekt. Ich kann auch nur gewinnen. Also, ich meine, du musst quasi fangen. Und ich, wenn ich nicht fange, dann ja, war ja da. Und wenn ich fange, dann krass, er hat gefangen. Ja, und wenn ich speisen, sowieso die Boys ist schuld. Ja, klar. Was sonst? Also Loop heißt diese schöne Montage, die du dran hast. Das ist jetzt die Größe, die du hast. Ja. Die Standardgröße L ist das bei uns. Und ich möchte jetzt hier die nächste Größe XL einführen. Und das ist quasi jetzt die Version, die wir dann in Stelle 3 testen können. Ja. Mit sowas. Einen schönen bewachsenen Stein, genauso wie er sein muss. So, und dieses Teil, ich würde behaupten, der Stein hat jetzt locker 600 Gramm, ich denke eher mehr. Und mit diesem fetten Gummi kriegen wir den easy raus. Den kannst du auch problemlos pendeln. Und wenn der Fisch da richtig Power gibt, denke ich, der müsste sich dann auch so hinlegen. Also das wäre jetzt die neue Version, die habe ich hier extra für unseren Flusstrip vorbereitet. Ich denke, das können wir mal versuchen. Du musst jetzt ein bisschen aufpassen. Also es muss nichts passieren. Das hängt immer damit zusammen, wie schnell der ist und wie voll der ist. Stimmt. Die schlimmsten sind die Rentnerdampfer. Weil die sind so, haben so einen flachen Kiel, weißt du? Und die machen richtig Wellen. Also das ist so ein richtiger Zieher. Der zieht jetzt. Da siehst du auch, wie das Wasser hier weggeht, ne? Und wie stark das jetzt wirklich verzogen ist, das siehst du jetzt erst danach. Wie stark da die Schnur durchhält. Also ja, es ist halt immer echt so eine neue Bedingung, sind schon immer aufwühlend und immer. Also wissen nicht. Hast du den kleinen Beutel drauf? Das ist, was habe ich denn da? Ne, da habe ich den, das war auf jeden Fall hoch und runter. Also da hier gerade kein Schiff ist. Ne, da wippt irgendwas vorne. Ja, aber ne, da wippt, die Spitze wippt. Soll ich mal einholen? Oh ja, es ist auch, ja, es ist übelst durchs Kraut. Hä? Was ist hier los, Leute? Das geht ja ab. Ich sage mal. Sieht jetzt nicht so fischig aus. Aber was ist denn hier, wenn ich durchs Kraut ziehe? Ja, kann sein, dass da irgendwas dran hängt. Muss ich jetzt baden gehen? Geh mal davor. Also, du hast ja schon wieder so eine ganze Robe an. Sonst würde ich sagen, geh mal davor an meinen Routen vorbei, dass du einen anderen Winkel hast. Ja. Soll ich dir die Hose ausziehen? Also ich weiß ja nicht, ob du noch was Trockenes dabei hast. Unter anderen Umständen würde ich sagen, ja. Es kann ja sein, dass da irgendeine Flunder dran hängt. Ja. Also das war auf jeden Fall komisch. Das war nicht einfach. Was ist denn jetzt? Ist es frei oder was? Nee, ist fest. Ich muss da rein, glaube ich.
könnte ja durch so Kraut laufen auch immer so ein bisschen komisch. Ja, kann nichts passieren außer Wasser. Schwimmen halt. Stehen? Ah, hier ist es. Okay, alles klar. Alles gut? Ja, ich habe mich ein bisschen geschnitten, glaube ich, am Fuß. Ja, kann nichts passieren außer Wander. Schwimm halt. Oh, blutet. Was? Blutet. Wir sind noch nicht, brennt. Oh je. Ich bin echt jetzt gerade, wenn ich so richtig gespannt, ob hier was abgeht. Das ist geil. Ich habe gerade auch schon gesagt, ey, vielen Dank, dass du diese Challenge hier auch annimmst mit mir und dem Steinangeln. Ich find das wirklich geil, aber weil ich es halt auch... Ich sehe es halt so, dass ich... Wenn ich jetzt so angeln könnte, so wie wir das jetzt machen, ja. Nur ohne das PVA, dann fände ich das richtig geil. Hey, morgen machen wir dir den Snap ran, auf jeden Fall. Morgen kriegst du den Snap. Ich meine ja auch nur, der Weg ist ja auch das Ziel. Ja. Also es ist ja jetzt, es gibt ja jetzt nicht gut oder schlecht. Ja. Es geht ja, man sieht ja jetzt, was schon geil geht. Man kann das geil werfen, das bleibt geil liegen. Ja, es geht schon eine Menge, genau. Es ist noch lange nicht am Ende, aber es geht schon eine Menge. Ich meine, es ist ja auch eine große Herausforderung, jetzt einfach irgendwo einen Stein reinzuschmeißen und den zehnmal rein und rauszuholen. Ne? Also das ist ja jetzt auch ein... Also weißt du, das machst du ja mit dem Fahrradschlauch, mit dem Stein geht das ja überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Ein bisschen was haben wir schon uns einfallen lassen. Wann kommt das letzte Schiff? Sebastian? Schreib es mal ins Kommentar, Sebastian, wann das letzte Schiff kommt. Wenn das Butter liegt. Vielleicht, aber das ist nicht so groß, oder? Das ist nicht so groß, aber es ist richtig schnell und richtig voll. Also, gibt ja richtig Kit, ey. Das ist sicher, dass das Wasser auch nicht ins Schiff läuft, oder? Heftig, das ist echt. Also, das, wie gesagt, so Tanker, das gibt es bei uns halt gar nicht. Wie gesagt, jetzt an der Hafen hatten wir halt die Sportboote. Und die dann immer so, wir dann immer außen rum und die, hallo! Ja, ja. Und wir so, nein, scheiße. Und klatsch die Sehne durch. Sogar wirklich so, ist überwältigend, was ich hier mit dieser
meiner Angelreise oder diesem Angeljahr so erlebe, das ist einfach manchmal überwältigend. So, guckt euch mal dieses mächtige Gewässer an, einfach nur. Das ist so krass. Also es ist halt ein riesiger Fluss. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, hier sind die Steine ein bisschen los. Also dann müsst ihr beim Laufen ein bisschen aufpassen. Deswegen würde ich dir auch empfehlen, wenn du dann hier rumtourst, du probierst deine Routen hier zu verankern, würde ich dir auch empfehlen, also brich dir nicht die Knöchel. Naja, ich sag's nur, das ist, wenn so ein großer Stein locker ist, der ist immer schnell mal umgeknickt. Genau, du siehst ja jetzt, wo der treibt da unten. Gleich den Strom abhalten und die andere angelt sie dann halt nicht so weit, hoch. Die andere angelst du da, 5 Meter weit, ja, ist jetzt auch wieder so kurz geflogen. Die andere angelst halt 5 Meter weiter draußen, ein Stück Strom auf halt. Ne? Ich glaube, der denkt, ich renne los und hol gleich die Stöcke aus dem Wasser. Ja, ich kann es jetzt nicht werfen. Also hier würde ich jetzt mal, gerade bis heute Abend, würde ich auf jeden Fall mal auf eine, keine Ahnung, 3-4 Maiskörner hängen oder eine Tigernuss und 2 Maiskörner. Wie gesagt, am Fluss ist es unberechenbar, entweder die Fische sind da oder nicht. Und dementsprechend schauen wir jetzt, würde ich jetzt auch mal ein bisschen, nicht nur dicke Beulis draufhängen. Ja, total geil. Super schön, ich freue mich. Das hier ist jetzt Club Royal, ne? Fahrt rein, das ist die Königsdisziplin des Karpfenangelns. Okay. Aber nicht, weil es so ein anspruchsvolles Angeln ist. Natürlich schon wegen den Gegebenheiten. Und ihr seht, starke Schifffahrt, starke Strömung. Sondern weil dieser Fisch, der hier ist, der kann nach Karlsruhe schwimmen, der kann aber auch nach Köln schwimmen. Keine Grenzen. Das ist halt, sollte man noch nicht unterschätzen. Ne? Wir haben gerade vorhin mal drüber gesprochen, so bei 35 Grad oder 34 Grad, also sowohl eine Sonnenhitzeschock oder wie sagt man so schön, Sonnenstich als auch Sonnenbrand sind halt, kann da schon ordentlich reinhauen. So, kannst du noch. Auf geht's jetzt, Meister, was brauchst du denn jetzt noch? Da ist so schräg. Trick, den habe ich von dir gelernt. Warte. Kannst du mal meine Wunde für? Du blutest hier jeden Abend, ihr Brandenburger, ey. Man muss mal sehen, ja, wie dieser Herr Jaskowiak sich hier einsetzt fürs Flussangeln. Hier, Muschel, infiziert, schwarze Pest drauf. Anderes Bein muss morgen amputiert werden. Hier, komm, Dornbusch. Hier aus, und dann nimmt er mich noch nicht mal ernst. Diese Erkenntnisse, die ich hier mitnehme, die helfen mir halt wirklich bei der Entwicklung. Und wenn ihr das seht, dann sind viele von dem Wissen, was da eingeflossen ist, einfach aus diesem Angeln entstanden, wie
Der XL-Gummi von der Stärke ist super. Wenn ich den jetzt 2-3 cm mache, kürzer mache, hat er genau diese Spannung, um die 300 Gramm Steine eben 20 Meter zu werfen. Und das ist eine Erkenntnis, die konnte ich nur hier live machen. So viel erleben und ich fühle mich so, ich habe heute Morgen zu Stefan gesagt, ey, weißt du, was mir auffällt? Ich war die letzten Wochen öfter mich in einem See waschen als unter einer Dusche. Und das ist so ein geiles Leben. Perfekt! Also ich bin jetzt schon fest überzeugt, wenn ich hier gehe nach 3 Tagen harte Flussschule, dann bin ich gewachsen. Das ist selber lachen. Nee, wahrscheinlich bin ich kleiner geworden, weil ich mir 3-mal die Füße gebrochen habe. Ich hab's euch gesagt, hab ich doch gedacht. Haben sich jetzt auch 1-2 Fische gezeigt. Vielleicht haben wir wirklich das Glück, hier einzufangen. Dann würde das die Schmach von gestern wettmachen. Aber wie gesagt, ne? Flussangeln ist Königsdisziplin. Von der Schmach zu reden, wäre schon ein bisschen hochnäsig, sage ich mal. Aber wir bleiben zuversichtlich. Und es war auf jeden Fall sehr erkenntnisreich heute wieder, ne? Also für mich zumindest, ne? Halt auch zu, für mich halt auch zu sehen, dass es halt schon möglich ist, mit einem Stein in einem Kehrwasser, was 40 Meter weit draußen im Fluss ist, wo definitiv Fische vorbeikommen und die sich auch aufhalten, einfach zu angeln, auch bei Schiffsverkehr. Ne? Das fand ich schon erstaunlich. Ich glaube, das ist auch gut, was man hier auch wieder sieht. Da sagen wir auch immer den meisten Leuten, man braucht halt ein bisschen Zeit, um sich reinzufuchsen. Die Mühe muss man auf sich nehmen. Man wird mal vielleicht 1-2 Monate ein bisschen schlechter fangen, ein paar Probleme haben, aber dann bist du drin eigentlich. Ich glaube nicht, dass man schlechter fangen wird, aber man sollte sich, da hast du schon recht, die Zeit nehmen, da mal ein bisschen rumzuprobieren. Ne? Also jetzt zur Primetime, so 2 Minuten vor Beißzeit an den Fluss zu kommen und das erste Mal dran zu knoten, das könnte vielleicht so ein bisschen zu... demotivierend sein oder nicht demotivierend, wie sagt man, das könnte vielleicht ein bisschen zu einer Enttäuschung führen, weil man muss halt wirklich auch mal ein bisschen üben, wie werfe ich den Stein und wie hole ich ihn ein, ja, man braucht und so weiter und so fort. Genau. Wie schwer muss er sein? Genau. Auf jeden Fall ist der Rhein und der Neckar, aber besonders der Rhein, sehr viel sauberer geworden. Also wir haben ja jetzt auch wieder Lachse hier im Fluss, das sind natürlich wenige, weil der Fluss natürlich noch stark verbaut ist. Wenige Staustufen zwar, aber die es gibt, ne, da muss erstmal ein Fisch die überwinden, um irgendwo in die Schweiz zu kommen oder in den Schwarzwald oder so. Ne? Ja. Aber die Wasserqualität ist sehr gut. Wir baden alle hier im Rhein. Mhm. Ja. Aber tatsächlich könnten wir jetzt definitiv uns hier in die Stadt an den Fluss setzen und du würdest, ich will nicht sagen im Müll sitzen, aber du würdest ohne Probleme eine Mülltüte voll machen können. Ja, okay. Ja, genau, Leute. Ne? Ich glaube, da spreche ich auch an Volkers. Denn ich habe übrigens so eine Art, es war, ja, wie war das, so eine Kooperation an Unternehmen, die sich ein bisschen der Plastikproblematik widmen. Und da gab es eine Gruppe, die finde ich sehr cool, da wähle ich hier gerne mal, Clean River Project heißen die. Und
die organisieren sozusagen Cleanups an Flüssen. Also da fahren die mit ihren Kajaks durch die Gegend und räumen einfach Flüsse auf. Genau, das gibt es hier auch. Ne? Aber eigentlich finde ich, das ist ein Thema, das muss auch in die Schule gebracht werden. Ja. Natürlich kriegt man so einen nachhaltigen Aspekt in der Schule vermittelt. Aber es ist nicht so, dass das wirklich ein Thema ist. Ne? Es ist nicht wirklich so ein Thema, dass man anstatt Wandertag macht, Müll sammeln geht. Ne? Und ich glaube, das müsste man wirklich machen. Ja. Die Menschen müssten lernen, den Müll auch aufzusammeln, auch wenn es nicht ihr eigener Müll ist. Weil dann wird man, glaube ich, auch viel sensibler für das Thema. Ja, Leute, boah, ich bin noch ein bisschen verschlafen. Wir haben jetzt hier gestern dann wirklich, man darf hier normalerweise bis um eins angeln. Also nicht normalerweise, man darf bis um eins angeln auf Wels. Das ist eine Ausnahmeregelung. Und ja, wir haben natürlich auf Wels geangelt mit Blutmehl, Boilies und Krebstier-Boilies. War natürlich unser Zielfisch der Wels. Und dann haben wir ja schon mal wirklich die 3-4 Stunden die Ruten reingeholt, uns auf die Liegen geknallt, uns im Wecker gestellt, eine Stunde vor Dämmerung Ruten wieder reingeworfen und uns wieder hingelegt. Von daher sind wir noch ein bisschen müde, aber es ging nichts. Und langsam, ja, weiß ich auch nicht, ich glaube, ich gebe mich gleich ertränken hier einfach. Jetzt Kaffee und dann rüber, oder wo hast du noch was? Ja, das ist hartes Angeln, ne? Abends reinholen, morgens wieder rauswerfen und sich dann wieder hinlegen und... Oh, oh, oh. Ich freue mich schon auf meinen Waldsee. Und wenn dann auch nichts mehr beißt? Ja, das ist halt echt hart, ne? Ja, das ist halt real river life sozusagen. Plastikmüll halt überall rumliegt. So, und der Witz ist, zwischen den großen Plastiksachen liegen halt auch immer so kleine Schnipsel, die man schon kaum noch sieht. Aber das ist ja genau das Problem, dass das Plastik sich dann schön zersetzt. Man sieht es nicht mehr, aber es ist trotzdem noch da.
Zeit. Tschüss. Ist es ein Spot durch diesen Einleiter, den wir haben, der viel beangelt wird. Deswegen finde ich es super sinnvoll, mal so eine alternative Route zu angeln. Weil jeder, der hier hinkommt, wirft natürlich da sein Blei raus in die Strömung und hofft, dass es irgendwo liegen bleibt. Das Spannende wird natürlich jetzt auch zu sehen, wie verhält sich diese Montage dann tatsächlich auf so einem Minispot, wenn hier wirklich jetzt über den Tag mal 20, 30 Schiffe drüber fahren. Das ist ja natürlich eine super spannende Erkenntnis. Natürlich haben wir hier so nah am Ufer auch weniger Sog als jetzt ein bisschen weiter raus. Aber man wird was ableiten können, da bin ich mir sicher. Dann würde ich gucken, dass meine unterste ungefähr bei dir vor der Hütte liegt. Ne? Ja. Passt das? Ja. Also, das war auf jeden Fall krass. Was man bei diesem Schwimmen erstmal merkt, ist, was dieser Strom hier für eine Power hat. So, ich musste echt ordentlich schwimmen. Ich bin jetzt kein schlechter Schwimmer. Aber ich muss hier echt schon durchziehen und das gerade mal so 5 Meter vom Ufer weg. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt da einen geilen Kiesfleck, 1,5-2 Quadratmeter gefunden, in der Steinpackung noch. Hab da den Stein jetzt richtig reingedrückt in die Erde. Also ne, nur mal kurz nochmal hier zur Vorsicht zu ermahnen. Also ich bin halt echt so ein bisschen fanatisch da drauf, aber was wir hier machen ist halt schon nicht ganz ungefährlich. Ne? Also man sollte hier nicht unbedingt in den reißenden Rhein reingehen, wenn man nicht wirklich sicher ist, man kann gut schwimmen. Und wie ihr gesehen habt, ja, ich habe mir hier schon zweimal die Füße an Muscheln aufgeschnitten. Wenn ihr so Badeschuhe habt, macht das auch Sinn. Also ne, don't try this at home. Das ist ja schon Grenze, aber es ist geil. Abenteuer. Hier kommt gerade wieder einfach nur ein richtig fettes Frachtschiff. Bleibt ja 100.000 Meter, bis es überhaupt auf den Grund ankommt. Guck mal, wo das auf den Grund ankommt, da 1000 Meter weiter hinten. Also wenn jetzt hier nicht irgendwas passiert, was krass ist, dann bleibt die liegen und wird erst beim Ablauf wieder in die Hand genommen. Ja, der Säusemann ist entschneidert. Aber krass, Leute, das ist die erste Gundel in meinem Leben, die ich sehe. Eigentlich ganz schick, oder? Ja, ja, genau. Vielen Dank. Auch Volker hat jetzt so seine Version mit dem Snap und dann angelt er jetzt den Lumpen-Fixgummi tatsächlich und wirft da auch so, dass das raushören kann, kontrollieren kann. Ich finde das andere Ding auch super, ne? Also ich würde das jetzt eigentlich auch gerne weiter angeln. Ich muss jetzt nur mal überlegen hier. Das war jetzt schon eben ganz gut hier. Das hatte mir jetzt nicht gefallen, dass es so hart gelandet ist. Aber
klar, da steckst du halt nicht drin, ne? Jetzt liegt er perfekt. Das hat jetzt heute sehr gut funktioniert, ne? Mir fehlt jetzt natürlich noch so ein bisschen der Fisch, um das komplette oder das endgültige Vertrauen da rein zu haben. Aber ich habe jetzt hier keine Bedenken, so zu angeln. Das funktioniert alles super. Es ist, hat er nicht in den 3 Tagen nicht eine einzige Verhedderung. Ist auch wichtig zu sagen, bei Angeln mit Steinen, weil die sind natürlich nicht so wirklich gleichmäßig geformt. Stabil. So, jetzt kommt hier Endboss. Jetzt sind wir im Endboss-Level. Jetzt habe ich hier richtig raviates Material. 750 Gramm Stein, 50 mm Fluorocarbon, 2er Haken, derig, hart, stramm, geil. Langsam wird es auch frisch, ey, muss ich gestehen. Oh. So. Ja, Leute, Volker, die letzten Runden liegen. Wie sieht's aus? Ich wollte eigentlich nochmal, was denkst du eigentlich jetzt hier so über deinen Trip zusammen mit Chaos Carsten? Ja, spannend, das versetzt mich so ein bisschen zurück in meine Jugend. Aber ja, ich mir jetzt denke, wenn ich jetzt mal spontane Nacht am Rhein mache, dann würde ich mich auf jeden Fall jetzt auch nicht mehr scheuen, wirklich mal auch extreme Stellen ausprobieren, weil ich weiß, die Montagen liegen. Das und das ist cool. Und das ist ja genau das, wo ich auch diese große Hoffnung in diesem System sehe. Gerade bei der Flussangelei. Bootsangelei ist ja noch was ganz anderes. Ne? Ich denke, da geht das alles viel, viel leichter. Da habt ihr ja schon viele Erfahrungen gesammelt. Aber das ist super spannend, ne? Gerade halt hier am Fluss, ne? Wenn es dann auch mal mehr Strömung hat oder man eben Bedingungen hat, wo man wirklich mit schweren Gewichten angeln muss und halt auch möchte, dass das nicht da unten rumtreibt und der Haken stumpf wird, finde ich das eine super Sache. Und ich finde es auch wirklich, ich habe auch wirklich den Eindruck, dass du da schon relativ weit bist, weil wirklich mit diesen Gewichten Montagen zu entwickeln, die man mit dem Stein auch wieder reinholen kann und die dann trotzdem auslösen, wenn ein Fisch beißt, das finde ich schon ziemlich cool. Das ist super spannend. Ne? Ein Fisch wäre natürlich mega geil noch. Ja, ich bin auch so, es muss jetzt. Ja, jetzt schauen wir mal. Möchte ich sein. Das war noch Hits. Das war noch Hits. Da konnte jeder mitsingen. Am Rhein, da möchte ich sein. Ja, Leute, ist schon ein bisschen hart und wurmt schon ein bisschen, wenn man sich hier so hart anstrengt. 3 Plätze und dann am Ende kommt doch der Fisch nicht. Ja, aber wie Volker das schon so schön gesagt hat, ist es halt beim Flussangeln auch nicht so leicht vorherzusagen oder allgemein beim Angeln nicht. Wir zeigen euch das hier halt schon irgendwie so ungeschnitten. Das stimmt natürlich nicht, aber ungefiltert, so wie es ist.
Aber ich hätte schon echt gerne einen gefangen. Ich meine, noch sind die Ruten im Wasser, aber wir werden jetzt hier langsam einpacken. Die Sonne ballert schon wieder richtig rein. Wir haben jetzt noch ganz paar Kilometer vor uns. Alles drin, ha? Ja, leider, leider. Ja, wieder Auto ist wieder ran, voll. Volker, das war's mit unserem kleinen Trip. Ein Fisch hätte eh nicht mehr reingepasst, meinst du? Nee, genau. Also 20 Kilo Fisch wäre eh nicht mehr reingegangen, das stimmt. Ja, ich fand's super spannend. War auch mal für mich mega interessant zu sehen, wie du jetzt diese Produkte mittlerweile weiterentwickelt hast und wie die sich hier am Fluss machen. Haben wir auch ganz gut uns vorangetastet, finde ich. Ja, ja, ich finde es ja mega schade, dass wir hier keinen Fisch gefangen haben. Aber das habe ich Carsten auch vorher gesagt, ne? Das ist, wenn man so einen Drehtermin plant am Fluss, dann kann man natürlich Glück haben, wenn die Jahreszeit passt und so weiter und die Bedingungen. Und die haben auch gepasst, aber gebissen hat trotzdem nichts. Ich habe gerade zu Stefan gesagt, ich habe ja die linke Rute da auch nochmal rausgeholt. Und die war einwandfrei, der Pop-Up stand noch einwandfrei, es war kein Kraut dran. Wir hatten echt da einfach Pech. Also so, ich glaube, bisschen Pech gehabt, aber ich fand es ja auch super cool, dich mal kennenzulernen. Ja. Also ich meine, wir haben ja immer mal telefoniert und so, aber wenn man mal 3 Tage Zeit miteinander verbringt, ist ja doch auch mal ein bisschen was anderes. Ja. Und wie gesagt, auch wieder sehr viel gelernt. Ich kann hier auch an der Stelle sagen, to be continued, also mein erster Fluss oder Kanal, Karpfen, lässt noch auf sich warten. Aber wer weiß, nächstes Mal dann. So, ich muss mal die Kamera ein bisschen hinmachen. Jo, jo, jetzt ist der Carsten 2 Tage weg. Es hat ein bisschen abgekühlt, keine 36 Grad mehr. Und ich war noch mal draußen am Fluss. Und was soll ich sagen? Hat direkt einer gebissen. Steinmontage hat funktioniert. Waren heute Morgen schon 2 Schiffe rübergefahren, kam der hier, voll ran, schön ausgelöst. Mega, cool. Jetzt brauchen wir 9 Köder und vielleicht kommt ja noch einer. Den ich gerne noch mal an den Zuschauer richten möchte. Ich habe mich jetzt mit Carsten natürlich hier auch auf Stellen gesetzt, wo ich weiß, dass hier schon Karpfen gefangen wurden. Es bedeutet aber nicht, dass wenn man hier am Fluss angelt oder hier vielleicht auch aus der Region kommt, dass man jetzt nur noch bei mir auf den Stellen angeln muss. Das will ich auch noch mal ganz ausdrücklich sagen, weil ich das auch schon erlebt habe in einem anderen Flussvideo. Und Flussangeln heißt frei sein. Und nehmt euch diese Freiheit, weil ihr müsst euren eigenen Weg gehen, weil nur dann zählt auch der Erfolg, den ihr dann mal irgendwann habt. Ne? Das ist ein gutes Abschlusswort. Lassen wir so stehen, Volker. Jo. Ich drück die Daumen auf die Freiheit. Auf die Freiheit.